Hi Sportsfreunde, hier ist wieder euer Felix. Freut mich, dass ihr mit am Start seid. Heute zeige ich euch ein paar Übungen, wie ihr fit in den Tag startet. Die Übungen, die ich gleich präsentiere, könnt ihr super im und am Bett ausführen, um dann mit Energie und maximaler Beweglichkeit in den Tag zu starten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und dann geht's jetzt auch schon los. In der ersten Übung geht es erstmal darum, den unteren Rücken aufzulockern, dort Bewegung reinzubringen, und das könnt ihr super in der Rücklage machen. Dafür die Arme einmal nach außen in die Öffnung bringen, die Beine anwinkeln und die Füße aufstellen. Und aus der Position pendelst du leicht mit den Knien nach links und nach rechts. Nimm dir ruhig Zeit dafür. Starte mit einer kleinen Bewegung, erstmal antesten, wie der Rücken so drauf ist, und dann könnt ihr nach und nach die Bewegung erweitern, etwas tiefer gehen mit den Knien. Wichtig dabei, dass der Hinterkopf und die Schulterblätter Kontakt zum Boden halten, und dann könnt ihr als Variante, wenn ihr euch gut dabei fühlt, nochmal dreimal in die tiefe Position reinfedern, um das Dehngefühl nochmal zu verstärken, und dann langsam wieder hochkommen. 3, 2, 1 und langsam wieder hoch. Gerne so 30 Sekunden, dann sollte die Lendenwirbelsäule und das Becken schon mal gut durchbewegt sein. In der zweiten Übung geht es einmal darum, den Körper maximal auf Streckung zu bringen. Die Beine lang, die Arme lang nach hinten raus. Erstmal strecken, gleichmäßig weiteratmen. Und dann probierst du im Wechsel eine Seite zu beugen und die andere Seite zu strecken. Eine Seite wird lang und die andere kommt in die Beugung, in die Seitneigung. Streck den Arm, streck das Bein und bring auch gern Bewegung in die Hüfte. Eine Hüfte schiebt hoch, die andere schiebt tief. Rechts und links im Wechsel gleichmäßig weiteratmen. Bringen hierbei auch wieder das Becken in Bewegung, die Lendenwirbelsäule, um da alles einmal aufzulockern. Und dann nach 30 Sekunden auch hier wieder gerne pausieren. Die letzte Übung in der Rücklage. Ein Bein lang, das andere Bein zieht ihr ran zum Oberkörper. Könnt entweder mit beiden Händen den hinteren Oberschenkel fixieren, um das Knie immer wieder leicht ranzuziehen, oder du holst dir den Kontakt über das Schienbein, ziehst das Knie weit ran und federst dann immer wieder leicht zum Körper ran mit dem Knie, die Atmung wieder mitnehmen, und dann könnt ihr gerne mal leicht nach außen raus mit dem Knie, auch leicht nach innen rotieren. Im besten Falle merkst du einen leichten Zug in Richtung Gesäß und hinterem Oberschenkelbereich, vielleicht auch hier vorne in der Hüfte, und lockern da die Strukturen einmal auf. Gleichmäßig weiteratmen und nach 30 Sekunden ist einmal die andere Seite dran. Das Knie ranziehen und auch hier verschiedene Kniepositionen austesten und gerne mal die Seiten vergleichen. Ist es auf einer Seite intensiver oder etwas lockerer? Und dann einmal lösen und dann treffen wir uns gleich einmal auf den Knien zur nächsten Übung. Kommen wir nun zur nächsten Übung. Es geht jetzt einmal in den Fersensitz. Dafür einmal den Fußrücken abgelegt. Der Po schiebt nach hinten raus und die Knie ungefähr hüftbreit auseinander aufgestellt. Und dann schiebt der Oberkörper nach vorne raus. Die Arme kommen mit. Streckt die Arme nach vorne. Halt die Arme in der ersten Position nah beieinander und bring den kompletten Rücken auf Länge. Der Po schiebt nach hinten in Richtung Ferse und die Arme schieben nach vorne raus. Der Blick geht runter auf den Boden und dann atmest du tief ein und aus. Kannst jederzeit nochmal nach vorne rauskrabbeln mit den Fingerspitzen. Denk daran, der Po bleibt weit hinten, da nochmal nachschieben. Stell dir vor, du wirst am Steißbein nach hinten gezogen
und dann den Fingerspitzen nach vorne. Nur so tief, wie es angenehm ist. Und nach 30 Sekunden kommst du langsam wieder hoch und legst nochmal den Fokus im zweiten Durchgang auf die Hüften und auf die Schultern. Gehst mit den Knien etwas weiter nach außen raus, weiter als schulterweit. Der Po schiebt wieder nach hinten und du merkst dann im besten Falle, dass die Dehnung Richtung Leistenregion und im inneren Oberschenkel deutlich zunimmt. Gleichzeitig schieben die Arme nach vorne und weit in die Öffnung. Also Hüften weit geöffnet, Arme weit geöffnet und dann in die tiefe Position starten. Auch hier nochmal dran denken, Fingerspitzen nach vorne und in dem Falle nach außen rausschieben. Und der Po schiebt nach hinten für einen geraden, langen Rücken, um alle Strukturen einmal aufzulockern. Gleichmäßig ein- und ausatmen. Und im besten Falle kommst du nochmal ein bisschen weiter nach vorne und außen mit den Armen und noch tiefer mit dem Po nach hinten raus. Auch hier 30 Sekunden. In der Position verharren und dann langsam wieder hochkommen. Die nächste Übung, die mache ich einmal auf dem Stuhl vor. Du kannst dich dafür gerne auf die Bettkante setzen und dann lockern wir nochmal den Piriformismuskel und gehen auf die Gesäßmuskulatur ein. So, die nächste Übung im Sitzen setze ich gerne dafür nah auf die Bettkante. Leg ein Bein nach oben. Solange es die Hüfte mitmacht, da langsam antesten, wie hoch geht das Bein. Im besten Falle kannst du den Fuß auf dem anderen Oberschenkel ablegen. Dann geht das Knie leicht nach außen raus, tief Richtung Boden, den Oberkörper aufrichten. Und aus der aufrechten Position geht der Oberkörper nach vorne. Und im besten Falle merkst du eine leichte Dehnung, die Richtung unterem Rücken, Richtung Gesäß und hinterem Oberschenkelbereich zieht. Und in die Position darfst du gerne mal leicht reinfedern, wenn du dich wohl dabei fühlst. Auch hier gerne 30 Sekunden. Gleichmäßig weiteratmen. Du kannst auch gerne mit der Hand nochmal das Knie etwas tiefer schieben, um die Dehnung nochmal zu verstärken. Jederzeit auch wieder entlasten. Und auch gerne mit dem Oberkörper mal leicht nach links und nach rechts rotieren. Und dann wirst du merken, je nach Oberkörperposition kannst du auch da nochmal die Intensität der Dehnung steuern. Das kannst du auf beiden Seiten. Ein- bis zweimal, 30 Sekunden locker flockig reinfedern. Und dann sehen wir uns für die letzte Runde. Dafür gerne einmal neben die Bettkante stellen. Und alles Weitere zeige ich dann gleich nochmal. Okay. Für die letzte Übung braucht ihr einmal die Bettkante. Also stellt euch gerne neben das Bett, stützt euch mit einer Hand auf der Bettkante ab und geht mit dem Oberkörper nach vorne. Der Po schiebt nach hinten raus für einen geraden, langen Rücken und der Blick geht nach vorne, unten. Wir möchten jetzt die Brustwirbelsäule mobilisieren, indem wir mit der freien Hand einmal unterm Oberkörper hertauchen. Der Blick folgt der Hand, nehmen die Halswirbelsäule mit dazu und gehen dann in die Rotation, drehen den Oberkörper auf. Auch hier folgt der Blick der Hand nach oben raus und dann taucht die wieder mit dem Arm unten drunter her unter dem Oberkörper und kommt wieder hoch. Eine fließende Bewegung. Alles, was schmerzfrei funktioniert, mitnehmen an Bewegungen, sonst eine kleinere Übungsvariante austesten. 10 Mal. Und dann das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. 10 Mal praktizieren. Wichtig, nimm die Atmung mit. Wenn du hochkommst, ausatmen. Und auf dem Rückweg wieder einatmen. Und zwischen den Durchgängen gern einmal aufrichten. Die Schultern kreisen. Und dann könnt ihr fit in den Tag starten. Wünsche euch viel Spaß mit den Übungen. Testet das gerne mal aus. Schreibt es in die Kommentare, welche Übung euch am besten gefallen hat. Und dann freuen wir uns natürlich jederzeit über ein Abo und über einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal gesund und munter wieder.